Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren. Heute wird es richtig sportlich hier in unserem gläsernen Studio auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Es ist nämlich der Herr da, der hier in Ulm in der Region eigentlich wahnsinnig bekannt ist für Fitness. Georg Hatzi-Christo, Geschäftsführer von der Olympia Fitness Group in Blaustein. Servus erstmal dich, Georg. Servus, grüß dich. Wir sind hier auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt und die erste Frage an jeden Gast ist immer, wie sieht es bei dir aus mit der Weihnachtsstimmung? Bei wie viel Prozent bist du gerade angelangt? Ja, bei 80%. Also doch schon voll? Ja, ist schon Weihnachten, man spürt schon Weihnachten jetzt und ja, man freut sich drauf, macht Spaß. Auf alle Fälle. Du bist ja der Geschäftsführer von der Olympia Fitness Group. Jetzt darfst du mir erstmal erklären und natürlich auch den Hörern, was steckt da überhaupt drin in diesem Namen, die Olympia Fitness Group? Darfst du gerne mal erklären, wer seid ihr überhaupt? Klar, ich bin ein halber Grieche und als das Thema 1986 war, ich mache ein Fitnessstudio auf, dann war für mich als erstes klar, ich nenne das Olympia Fitness. Mhm. Traditionell, Olympia steht für Sport und so kam der Name zustande. Ja. Und da kommen eben, wie du ja sagst, Olympia, da kommen die Starken her und ihr macht die Leute zu fitten, starken Menschen nämlich dann an, oder? Wir machen die Menschen mittlerweile zu gesunden, kräftigen Menschen. Dieses Bodybuilding und die großen Muskeln, das findet bei uns nicht statt. Mhm. Das muss man auch wissen. Okay, wie lange gibt es euch dann schon, wenn du mal nochmal so einen kompletten Zahlenstrahl gibst? Wann ging es bei euch los? Wann habt ihr vielleicht euch expandiert? Wie sieht's aus? Wie viele Leute habt ihr im Team? Einmal so einen kompletten Abrausch. Also ich habe angefangen, wie gesagt, 1986, bin jetzt im 37. Jahr und habe dann 1999 erweitert mit dem Studio im Atlantisbad. Mhm. Das war das erste Fitnessstudio, Gesundheitsstudio in einem Freizeitbad in Deutschland. 2005 haben wir erweitert mit dem Studio in Bad Blauen, da sehen wir auf die medizinische Richtung, Fitness und Therapie. Und 2007 haben wir von damaliger größten Gerätehersteller die Zentrale übernommen in Neu-Ulm. Das war 2007 und dann 2010 war es mir alles ein bisschen zu viel, mhm, weil ich war Alleinkämpfer und habe dann sukzessive ein und das andere Studio abgegeben und mache jetzt noch mit meinen Kindern und Partner die Studios, beide Studios in Blaustein. Was ich ganz spannend finde, du hast es gerade eben schon selber angedeutet, ihr habt so einen medizinischen Part ein bisschen mit dabei. Das ist schon eine Sache, was euch, denke ich, von den anderen Fitnessstudios abhebt. Wenn du es mal selber in eigenen Worten erklärst, was hebt euch denn groß von den anderen ab? Ganz egal, ob das Angebot ist oder vielleicht auch das Team, was ihr zur Verfügung habt. Also was uns total abhebt, ist natürlich unsere Qualität des Personals. Das ist ja das A und das O in einem Studio, wenn man in ein Studio geht. Man darf ein Studio nicht nur nach dem Preis gehen, wo es billig ist, ist gut. Nee, wir haben Sportwissenschaftler, wir haben Physiotherapeuten bei uns im Team, die auch weiterführen für die Fitnesskunden oder erstmals die Patienten, machen die dann die Trainingsprogramme. Mhm. Und das ist natürlich ein gravierender Unterschied. Was wir natürlich einen Kostenfaktor haben, kommt natürlich aus dem Personal. Mhm. So, und das nächste ist natürlich das Studio in Bad Blau. Wir haben einen Zugang, unsere Kunden haben einen Zugang ins Schwimmbad. Wir machen dort therapeutische Kurse. Wir machen Wassergymnastik, wir haben Herzsportgruppe, wir haben Lungensportgruppe, was im Wasser alles abläuft. Wir haben kniegeschädigte Menschen, wo das Training im Wasser abläuft. Mhm. Und unsere Kunden können natürlich auch die Saunalandschaft in Bad Blau nutzen. Aber wir haben auch eine wunderschöne Sauna bei uns im Studio im Schindervase, in unserem klassischen Sport- und Fitnessstudio. Da können die Leute in ein schönes Blockhaus im Freien mit Außendusche, alles drum und dran, schöner Ruheraum, da können die auch in dem Bereich sehr gut ihr Fitness- und ihr Wellnessprogramm durchziehen. Wenn man mal euer Studio am Schindervasen anschaut, das ist ja, finde ich, so der Hauptsitz von euch, von der Olympia Fitness Group. Wenn ich da jetzt zu euch ins Fitnessstudio kommen will, was erwartet mich denn, wenn ich zum Beispiel in euren großen Trainingsraum reingehe? Was für Geräte habt ihr da? Was macht euch aus? Habt ihr irgendwas Besonderes da? Du hast mit Gelenke ein paar Sachen angesprochen. Was bietet ihr da so an? Also als erstes, zu uns kann niemand kommen und einfach nur so trainieren. Er braucht einen Termin, weil wir machen zu Beginn immer eine Eingangsanalyse, mhm, einen Fitnesscheck. Da wird das Herz-Kreislauf-System überprüft, Gesundheitsanamnese gemacht. Was sind die Bedürfnisse? Wo liegen die Probleme? Wir machen eine Messung aus für Muskulatur, Knochen, Fett und Wasser im Körper. Und aufgrund dieses Wissens machen wir ein Trainingsprogramm.
Und die ersten 4 Trainings ist bei uns immer 1:1 mit Trainer in Betreuung. Mhm. Und alle 8 Wochen gibt es dann immer wieder einen neuen Termin. Dann macht man den Recheck, so genannt, und vergleicht es und guckt, was läuft denn da? Sind wir auf dem richtigen Weg? Passt das Training mit ihm? Und das ist eine Grundlage, die eigentlich jedes Fitnessstudio machen müsste. Das, der Meinung bin ich nämlich auch. Es gibt ja einige Fitnessstudios, da kaufst du dir so einen Zugangspass, kommst teilweise mit QR-Codes in die Studios rein, fast 24 Stunden am Tag. Und da fehlt, finde ich, dann auch die Kundennähe. Und gerade wenn man was in Richtung Fitness macht, sich fit halten will oder fit werden will, da, finde ich, macht es auch wahnsinnig viel aus, wie man denn Sachen ausführt, zum Beispiel Übungen. Wie sieht es bei euch aus mit der Kundennähe? Das ist ja eigentlich das A und O. Schau, da war ich fast emotional in dieser Sache. Gerne. Und zwar, wir sind da in Deutschland, überall setzt man auf Qualität. Und in der Fitnessbranche kann jeder, der will, macht ein Fitnessstudio auf. Der muss nichts wissen, der muss nichts können. Macht vorne an der Tür ein Schildchen Fitness und Gesundheit. Mhm. Aber wie man sich krank trainieren kann, das ist völlig egal. Kein Deutscher bringt sich auch in eine Werkstatt, wo kein Werkstattmeister da ist. Ja. Aber in der Fitness, in der Gesundheit ist das völlig egal. Ja, da gehe ich rein, trainiere irgendwas, egal, völlig egal. Und bringen tut es wahrscheinlich nichts. Da sage ich, da gehört in Deutschland auch ganz einfach eine DIN-Norm her, eine Auflage, wer kann ein Fitness-Gesundheitsstudio öffnen und wer eben nicht. Und das ist ein Problem bei uns. Die Gesundheitsanbieter, die Krankenkassen kooperieren ja mit uns schon. Und da sieht man natürlich, die gucken natürlich auf die Qualität unseres Personals. Mhm. Wenn wir da nochmal drauf eingehen, du bist ja der Geschäftsführer von eurem Fitnessstudio. Was sind so Parts, die du vielleicht übernimmst? Bist du selber auch noch dann richtig dran am Kunden? Und wenn du selber vielleicht beim Trainieren bist bei euch, sagst du mal, hey komm, probier's mal so, ich gebe dir den Tipp, wie sieht's da aus? Ja, das ist ja das Schöne, wo ich angefangen habe 2012, andere Studios abzugeben. Ich habe ja deutschlandweit andere Studios beraten und das mache ich ja alles nimmer und bin jetzt wieder richtig auf der Trainingsfläche. Mache Trainingsprogramme für die Kunden und ich gebe noch Fitnesskurse. Das ist natürlich für mich persönlich ganz gut. Ich bleibe motorisch gut, Ausdauer gut, Fettverbrennung, alles da. Mhm. Also ich mache das alles wieder selber und das tut mir persönlich auch unheimlich gut, meinem Körper und meinem Geist. Und das ist ja wahnsinnig wichtig, wenn man selber das Wissen hat, hey, wie halte ich mich fit, das dann eben auch an Kunden das weiterzugeben. Das ist ja euer Kundenservice, ja, den ihr jederzeit euren Leuten, die zu euch kommen, zum Trainieren gebt. Ja, natürlich, du musst das Ganze vorleben. Du kannst nicht Salzers predigen und Champagner trinken. Absolut. Wir hatten jetzt ja, oder ihr gerade so Unternehmen, wo Kunden da habt in eurem Haus, da hatten wir jetzt ja in den letzten 2 Jahren, ich sage mal, ein kleines, großes Problem mit Corona. Corona, sagen viele, es ist vorbei, es läuft jetzt langsam aus. Wie war das bei euch? Wo musstet ihr mal so richtig zurückstecken? Was vielleicht dann auch natürlich wehtat, dir als Geschäftsführer sagt, das ist doch jetzt wirklich Punkt, 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 dass es so läuft. Also ich bin ganz ehrlich, und wenn jedes Studio ehrlich ist, dann stimmen die Zahlen auch. Wir sind immer noch 30% hinten dran gegen die Zeit vor Corona. Mhm. Es ist so. Wir leiden unter der Corona Geschichte immer noch extremst. Wir müssen kämpfen, dass es weitergeht. Wie kämpft man da? Das finde ich immer ganz spannend. Gibt es irgendwelche Angebote? Wie lockt ihr die Leute dann wieder? Oder locken ist vielleicht der falsche Begriff. Wie zeigt ihr den Leuten, hey Leute, es geht wieder. Kommt zu uns, habt Spaß bei uns, werdet gesund und fit bei uns. Also ich sage mal so, es geht über 2 Schienen. Einmal, du brauchst einen guten Mediapartner. Mhm. Donau 3FM ist bei mir so ein Beispiel Partner. Und das andere ist eindeutig die Betreuung, die intensive Betreuung am Kunden dran zu sein. Ihr habt ja nicht nur Fitness, wir haben jetzt Fitnessgeräte schon abgearbeitet. Wir haben schon darüber gesprochen, dass ihr medizinische Begleitung habt durch eben euer Personal. Aber ihr habt ja auch, sagen wir mal, das finnische Fitness bei euch mit dem Haus, mit den Saunen. Ist Saunieren so wichtig, um sich gesund zu halten? Ich denke mal ja, aber erklär es uns warum. Also nee, für die Abwehrkräfte ist Sauna unglaublich wichtig und gut. Nicht nur im Winter, auch im Sommer. Da gibt es wissenschaftliche Studien, dass das Kreislauf stabilisierend ist. Manche sagen, mein Gott, im Sommer bei 32 Grad, ihr geht's in Sauna, schwimmt ihr? Mhm. Nein, das ist auch im Sommer so. Du kannst mit der Hitze besser umgehen anschließend, weil es Kreislauf stabilisierend ist. Du kommst ja trotzdem von 84, 87 Grad raus in 30 Grad, dann bist du erstmal frisch. Dann kommt die kalte Dusche, dann ist es unheimlich erfrischend. Und im Winter können wir ganz klar über Sauna mit der Kälte besser umgehen.
das Immunsystem wird gestärkt durch die Sauna. Das ist eine Wissenschaft und das ist absolut so. Und jeder, der das tut, dem tut es gut. Es gibt niemanden, der es macht und sagt, ich gehe nochmal in die Sauna. Ja, ich denke da mal, dass du selber auch regelmäßiger Saunagänger ja, bist. Ich gehe natürlich auch regelmäßig in die Sauna. Sehr gut. Also gibt es bei euch wirklich das Rundum-Angebot. Ich kann mich bei euch anmelden, mache dieses Probetraining, kriege die Begleitung, habe die Fitnessgeräte da, habe die Sauna da und gehe dann, wenn alles perfekt läuft, als gesunder, fitter, kräftiger Mensch, je nachdem eben, auf was es geht, wieder raus nach einer bestimmten Zeit natürlich. Ja, natürlich. Und gerade jetzt ist das Training so elementar wichtig. Wir sehen durch das ganze Corona, wie es die Menschheit auch insgesamt das Immunsystem zusammengeschlagen hat. Mhm. Ja, und durch das Training kräftigen wir halt unser Immunsystem. Ich war jetzt gerade zur Krebsvorsorgeuntersuchung bei meinem Urologen. Da steht auch in der Empfehlung ganz klar drauf, aus ärztlicher, medizinischer Sicht, dreimal die Woche 30 Minuten Ausdauer und 30 Minuten Krafttraining. Ist einfach gesund. Eigentlich schon. Und gerade wenn man das Angebot hat, dann auch wenn es draußen Kröten hagelt oder aus Kübeln, kann man natürlich dann trotzdem zu euch gehen und aufs Laufband gehen, auf den Spinner gehen und so weiter und so fort. Ihr habt ja alles da. Natürlich, wir haben ja die Bewegungsgruppen. Im Moment haben wir, glaube ich, noch 240 Kurse. Mhm. Also es geht von Wirbels im Monat. Mich nicht übertreiben im Monat. Ja. Das geht von Wirbelsäulengymnastik über Reha-Sport, über Zumba, über Step-Aerobic, was es alles so gibt im Angebot. Was gefragt ist, das bieten wir alles noch an, natürlich. Also von A bis Z. Jeder Geschmack wird bedient und jeder wird auf seine Bedürfnisse eben dann, ich sage mal in Anführungsstrichen, eingestellt, dass es auch natürlich ein gutes Resultat dann hat. Wir kommen mal kurz auf die Saunen zurück. Wir sind ja jetzt, ich sag's mal als beendet, wir sind aus der Corona-Krise so weit wie raus. Dann ging es los mit dem Ukraine-Krieg und jetzt stecken wir mitten in der Energiekrise. Jeder, der vielleicht im Keller auch eine Sauna betreibt, der weiß, sowas kostet einfach extrem viel Geld. Bleiben bei euch die Saunen jetzt aus oder sagt ihr, komm, wir probieren's und die lassen wir trotzdem an und es ist trotzdem dann mit den 80 Grad angenehm und heiß da drin? Also, so wie es ausschaut, bleiben die Saunas auf jeden Fall an. Ganz genau, weil im Bad Blau, wie es mit den Saunas läuft, im Moment sagen die, es geht auch weiter. Mhm. In unserem Haupthaus im Schindervasen habe ich glücklicherweise vor vielen, vielen Jahren vorgesorgt. Also wir haben Photovoltaik auf dem Dach, wir haben Solaranlage auf dem Dach. Wir rüsten jetzt um, dass wir eigentlich alles über Strom machen können. Und ich denke, bei uns wird es mit der Sauna, so wie es ist, definitiv weitergehen. Weil bei uns die Studios ohne Sauna ist für unsere Kunden fast nicht vorstellbar, und, ganz ehrlich. Und für dich natürlich für dann auch nicht. Auch nicht. Ich hatte das Glück zu Corona, ich konnte immer privat mir die Sauna anschalten. Ja klar. Und bin klar. Natürlich in die Sauna. Aber lieber ist dir natürlich trotzdem, wenn die Sauna dann voll ist, das Fitnessstudio voll ist und die Leute einfach kommen. Ja natürlich, das ist ja bei uns auch so gesellschaftliches Sich-Treffen. Mhm. Letzten Freitag haben wir so einen Saunameister da gehabt, im alten Studio Schindervasen, im Blockhaus draußen, der da ein bisschen mit Musik und so dann Aufgüsse macht. Ja, die Menschen brauchen das einfach. Mensch braucht Mensch. Und das ist halt bei uns, trifft sich das halt alles. Und das finde ich ganz spannend. Das ist vielleicht gar nicht mehr so der Stammtisch, der soziale Treffpunkt jetzt nach der Zeit, sondern, wie du das ja auch selber sagst, vielleicht sogar das Fitnessstudio. Wenn man mit ein paar Bekannte sagt, komm, geht's mit, ich bin da oben auch auf dem Schindervasen, dann funktioniert sowas doch. Also ich kann das nur so bestätigen. Bei uns im alten Studio, speziell im Schindervasen, ist es wirklich zum Sport gehen und sich treffen. Mhm. Eindeutig, ist so. Wir gehen ja jetzt, oder wir sind schon mittendrin eigentlich in der Weihnachtszeit, wir gehen aber jetzt direkt aufs Weihnachtsfest schon voran. Was hast du denn für Tipps als Fitnessexperte, wenn sich jetzt die Leute auch denken, es ist ja jetzt kalt und ich will ja jetzt gar nicht raus und was für meine Gesundheit machen oder ich will nicht ins Fitnessstudio fahren, ich will nicht. Aber was hast du trotzdem für Tipps als Experte? Also ich sage als erstes, ich will nicht, gibt's nicht. Sehr gute Antwort. Nein, also die Studios sind alle überall, alle durchgehend auf. Am Heiligabend sind die meisten zu. Esset die Brote, macht das. Und wenn ihr nicht ein Studio wollt, weil die Familie und dies und das da ist, mach einen Spaziergang eine Stunde hinterher. Geh raus in frischer Luft, beweg dich ein bisschen.
Und wenn man das 2-3 Tage macht, passt ja. Und dann ist schon die normale Woche, dann geht man wieder ins Studio oder macht seinen anderen Sport, was man halt so alles macht. Ich sage ja nicht, nur Studio ist der Heilsbringer. Ich spiele auch ganz gern Tennis. Ich spiele auch ganz gern mal noch Fußball. Macht deinen Sport einfach weiter und gut ist. Und vor allem ist es ja dann so, du hast ja vorher diese magische Formel genannt, wenn du es gerne mal sagst, dreimal in der Woche. Dreimal in der Woche eine halbe Stunde Kraft und eine halbe Stunde Ausdauertraining. Und das wäre das Beste, sich daheim einen Kühlschrank hinzuschreiben und sagen, und das ziehe ich jetzt einfach mal durch. Ich sage immer, dass wenn jemand 2 Monate schafft, das regelmäßig zu machen, dann hat er das in seinem Rhythmus drin. Ja, in seinem Wochenablauf, in allem. Und dann läuft es von alleine. Und wenn du es dann nicht hast, dann wirst du es vermissen. So schaut es aus. Das ist vielleicht auch ein Rat an mich, dass ich vielleicht jetzt langsam mal anfange. Ja. Wir gehen ja dann nach Weihnachten auf Silvester zu. Silvester ist immer die große Zeit der großen Vorsätze fürs nächste Jahr. Was sind für dich deine persönlichen Vorsätze, für dich als Georg fürs nächste Jahr? Also, meine Vorsätze sind intensiv, mich um unsere Studios zu kümmern, dass das alles wieder so wird wie vor Corona. Ich war früher Musiker. Ich weiß nicht, ob das zum Thema passt. Natürlich, ich war Bassist. Und ich habe jetzt wieder angefangen, in den Bassunterricht zu gehen und will wieder irgendwann, wenn ich es wieder gescheit kann, in einer Band wieder spielen. Weil ich bin leidenschaftlicher Musikhörer und Musikfan. Das ist auch die Arbeit, das, was ich im Kursraum mache, mit Musik auf Takt zu arbeiten. Das sind die Ziele. Und gesund bleiben. Das ist das A und O. Mehr Ziele habe ich eigentlich nicht, ganz ehrlich. Ja, aber wie wir ja sagen, das ist das A und O. Du bist einerseits fit bei der Fitness, fit willst du wieder werden am Bass. Und mit diesen Worten kann man einfach nur sagen, Leute, rabbelt's euch auf. Wer noch nicht fit ist, gerne mal bei euch natürlich vorbeischauen bei der Olympia Fitness Group. Ja, man kann das auch bei uns. Man kann das auch ganz stressfrei. Bei uns braucht man nicht die Sorge haben, Mandorf, unterschreibe jetzt einen Vertrag und komme nie mehr raus. Bei uns kann man den ersten Monat hat man grundsätzlich, wenn man sich anmeldet, auf Probe. Gefällt es einem nicht, aus irgendwelchen Gründen, kann man nach dem Monat sofort wieder aufhören. Entsteht keine weitere Kosten, gar nichts. Natürlich hat man diesen Monat zu bezahlen. Diese Zeit oder wie viele werben mit, kommt zu uns und 6 Monate umsonst trainieren, das können wir natürlich nicht machen. Das ist klar, weil wir bringen ja auch eine Leistung. Wie du vorher gesagt hast, ich logge mir irgendwie ein über eine App und gehe in ein Studio. Wir haben einen Aufwand mit den Leuten. Ja? Absolut. Du kriegst im ersten Monat 5-6 Trainerstunden. Also das kostet dann halt. Aber man hat da keinen Stress. Und wenn es jemand bei uns nicht gefällt, dann kann er wieder gehen. So schaut's aus. Wir sind jetzt am Mittwochnachmittag angelangt. Was ist dein heutiger Plan noch, was Fitness und Co. angeht? Was hast du noch geplant? Geht's vielleicht nur in die Sauna heute? Also ich habe jetzt um 18 Uhr eine Stepstunde. Die du selber leitest, schätze ich mal? Ich selber leite, eine Stepstunde mit ein bisschen Workout für Popo und Bauch. Und die findet statt um 18 Uhr im Studio Bad Blau, also im FTZ. Und da freuen sich jetzt schon meine Teilnehmer und ich freue mich auch drauf. Und anschließend werde ich natürlich einen Saunadurchgang machen. Sehr schön. Dann wünschen wir dir viel Spaß in eurer 80 Grad, hast du vorher gesagt, in eurer heißen Sauna. 87. Wahnsinn. 87 bis 90 schwankend. Weil das ist ja außer Sauna, je nachdem, außer Temperatur, schwankt es immer ein bisschen. Mache ich jetzt ein bisschen. Dann wünschen wir dir viel Spaß beim Saunagang später. Bleib fit. Komm gerne im nächsten Jahr wieder zu uns in unser gläsernes Studio. Wir wünschen dir und deiner Olympia Fitness Group, deiner Family und alle, die dazugehören, ein schönes Weihnachtsfest, schöne Weihnachtsfeiertage und dann natürlich ein erfolgreiches Jahr ohne Corona nächstes Jahr 2023. Danke für den Besuch. Ich danke euch und ich wünsche euch genau das Gleiche. Bleibt so, wie ihr seid. Ich habe den Radiosender jeden Morgen um 6:30, wenn ich aufstehe, ist der erste Drücker Radio an. Und im Auto läuft er immer. Perfekt. Solange ich in Ulm fahre. Ich wünsche euch auch alles Gute, Gesundheit, bleibt fit. Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren. Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau.